So, bei dieser Aufgabe geht es darum, die Lagerreaktion in Punkt A und B zu ermitteln. Wir haben zwei lineare Streckenlasten und eine konstante Strecklast hier drauf. Und ich zeige Ihnen, wie man das ganz einfach machen kann. Also schneiden wir erstmal frei, das heißt durch das Lager. Ich nehme die Geometrien mit. So, gehen wir drumherum. Und das ist unser Freischnitt, den wir hier machen. So, dann trage ich hier die Lagerkräfte ein, AY und hier AX, hier die Loslagerkraft B. Und jetzt müssen wir die Streckenlasten ganz einfach durch resultierende ersetzen. Das ist einmal die Rechteckstreckenlast, der Schwerpunkt ist hier, die nenne ich dann ganz einfach R1. Und die Laute, der Flächeninhalt ist ganz einfach P0 halbe mal A ist die resultierende R1. Hier ist die Streckenlast, die linke Streckenlast, Dreieckstreckenlast ist die resultierende R2. Das heißt, der Flächeninhalt ist, wenn die Höhe P0 ist, A halbe, also P0 mal diese Seite ist A halbe und nochmal durch 2, also Viertel. Und natürlich auch hier habe ich dann die resultierende R2. Das ist im Prinzip alles. Und jetzt kann ich ganz einfach durch die Gleichgewichtsbedingungen oder mit den Gleichgewichtsbedingungen und dem Koordinatensystem, das ich x, y positiven Dresen einzeichne, ganz einfach die Lagerkräfte ermitteln. Zuerst erstmal Summe der Kräfte in horizontaler Richtung, in x-Richtung. Daraus folgt, dass ax genau gleich 0 ist. Dann wähle ich Summe der Momente um den Punkt A. So, das ist ein bisschen aufwendiger. Gucken wir mal. Habe ich hier R2. Der Hebelarm ist dann genau dieses Stückchen hier, nämlich genau ein Drittel von a halbe. Und das dreht negativ mit minus a halbe mal ein Drittel und dann mal R2, also mal P0 mal A dividiert durch 4. R1 dreht auch negativ und zwar mit dem Hebelarm A halbe mal R1 schreibe ich hin P0 mal A dividiert durch 2. R2 dreht auch negativ und zwar mit dem Hebelarm Minus und jetzt gehe ich von hier bis hier. Das ist dann A, Klammer auf. Genau, und jetzt müssen wir hier ein Drittel von a halbe zurückgehen. Also 1 minus, und das wäre dann genau, schreibe ich mal hin, ja, ein halb mal ein Drittel. Und dann ganz einfach mal R2. Und R2 war nichts anderes als P0 mal a dividiert durch 4. Und jetzt natürlich noch die Kraft B. Und B dreht positiv, nämlich nur mit dem Hebelarm A. Jetzt müssen wir die zusammenfassen, bringen diese drei Terme auf die andere Seite. Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen Bruchrechnung machen. Das heißt, wir können hier erstmal durch A dividieren, das ein bisschen vereinfachen. Und jetzt schreibe ich hin B. Jetzt bringe ich die alle auf die andere Seite. Und was bekomme ich dann hier raus? Hier vorne ist 1 minus 1 Sechstel, kann ich noch zusammenfassen vielleicht. Dann habe ich hier 5 Sechstel an dieser Stelle. Ich klammer dann P0 und A aus, mach mal die Klammer auf, dann bleibt hier 5 Sechstel übrig. Und die 4, das heißt 5 durch 24, ist dieser Term. Dann habe ich den Term hier vorne noch. 5 24stel nochmal. Und genau den auf die andere Seite. Jetzt haben wir den Term noch. Das ist dann plus ein Viertel. Und den hier vorne auch. Das sind Zwölftel. 3 mal 4 mal 2 sind 24stel. Also plus ein 24stel. Und jetzt kann ich die beiden hier eigentlich schon zusammenfassen. Hier vorne, den und den. Das sind 6 24stel. Und 6 24stel kann ich mit der 3 kürzen. Dann habe ich hier oben die 2 und hier mit der 3
habe ich die 8 und hier kann ich nochmal mit der 4 kürzen, dann ist das genau ein Viertel, 6 durch 4, ja, hätte ich auch direkt entscheiden können, ein Viertel. Dann habe ich ein Viertel plus ein Viertel, liefert dann b ist gleich ein halb, also kommt hier raus p0 mal a halbe. Ja, was ich hier dann rausbekomme, p0 mal a halbe. Und jetzt wähle ich dann Summe der Kräfte in y-Richtung gleich 0, also in vertikaler Richtung. Und dann habe ich ay plus b minus p0 mal a Viertel, hier vorne auch, ne? Das ist mein r2. Also mal 2 ist das 1 halb, schreibe ich hin, p0 mal a halbe. Und natürlich dann nochmal R1 und das ist auch nochmal minus P0 mal A halbe. Ich sehe, dass B P0 mal A halbe ist, also kann ich den gegen den zum Beispiel schon mal rauskürzen. Und was ich dann bekomme ist, AY ist auch P0 mal A dividiert durch 2. Und ich habe dann hier meine Lagerkräfte ermittelt.